Wir fangen jetzt auch die letzten 45 Minuten an für heute. Die größten Länder sind Großbritannien, Frankreich und theoretisch Österreich. Wobei groß ist halt immer relativ, ne? Es ist halt, nach welchem Wert gehst du? Nach Prestige ist Österreich halt Vierter. Rangliste. Ich glaube, ich starte mit 20. Also Rang 20. Rang 9 ist eigentlich schon eine ganz gute Steigerung. Oder 21 startest du mit Bayern. Ich habe mich trotz Schwierigkeiten gut entwickelt. Wir machen morgen Abend weiter. Also das ist auch fest im Plan verankert, sodass die 3 Tage jetzt hier ein bisschen genutzt werden für Victoria. Und Donnerstag werde ich wahrscheinlich was anderes machen. Mich auf den Boden rollen, Embryostellung und einfach weinen. Oder sowas. Aber was sind die mächtigsten Länder? Das ist halt auch schwierig. Also alles, was Kolonialmacht früher war. Aber ich denke mal, du kannst mit Österreich-Ungarn auch viel Spaß haben. Preußen ist ja auch ein Empfehlungsland am Anfang, weil die relativ stark sind. Das ist ja, sag ich mal, mit Bayern, ne, der böse, große Feind. Frankreich wird auch, ist auch groß. Großbritannien. Du kannst natürlich auch mit dem Vereinigten Staaten von Amerika starten. Wie ich hier sehe, 527 Bataillone. Hut ab, ey, Amerika. Du hast natürlich auch einen guten Bevölkerungspuffer, ey. Wobei 20 Millionen ist nicht das Beste. Russland hat auch sehr viel Bevölkerung. Ich glaube, in Russland, bis daraufhin, dass der Lebensstandard halt echt kacke ist, da auch schon von Anfang an, hast du relativ viel Potenzial, mit Russland was zu reißen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie groß USA am Anfang war, weil ich da gar nicht so drauf geachtet habe. Auf jeden Fall glaube ich mal, dass du in die Vereinigten Staaten... Ja, ja, Russland ist halt rückständig. Du musst halt die Reformation auf den Weg bringen mit Russland. Deshalb glaube ich, dass Russland viel Potenzial hat. Ich glaube auch, wenn das Osmanische Reich ziemlich abgeschlagen hier ist, glaube ich, das Osmanische Reich hat eigentlich auch großes Potenzial, was reißen zu können. Auch wenn es eigentlich keiner der Global Player ist am Anfang. Ich muss auch sagen, Frankreich hat eigentlich auch nichts zu tun gehabt, außer mit mir zu handeln. Das Schlimme ist, ich brauche für den Südbund, also für die Verbindung... Moment. Lass mich nicht lügen. Für den Süddeutschen Bund müsste ich eigentlich noch einen Teil von Frankreich haben. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also kriegerisch kriege ich das ja eh nicht. Und es gibt ja, glaube ich, keine diplomatische Möglichkeit, von denen ein Stück Land zu bekommen. Also, was soll ich machen? Ja. Gucken. Weiß ich nicht. Wer sollte mich dabei unterstützen? England. Preußen. Preußen. Was hat Preußen je für uns getan? Nicht mal ein Aquädukt haben die uns gebaut. Olle Kartoffeln. Wer steht denn gerade besser? Streitkräfte plus 3, Intellektuelle plus 3, Zustimmung. Ach, respektiert die Soldaten, dämliche Intellektuellen, die haben Waffen. Seid doch mal intelligent. Wenn jemand mit einer Waffe in den Raum kommt, dann muss man mal die Klappe halten. Oh, Entschuldigung. So fällig, ey. Was ist denn da schon wieder los, Preußen? Verdammt! Ja, ich habe ja Verteilungspakte noch gehalten mit Leuten, die etwas größer sind.
damit ich den Einfluss behalte. Die wollen Hannover einverleiben, die Penner. Und die werden Hannover kriegen, weil ich halt einfach nur die Front verteidigen werde, falls die überhaupt hier unten reinziehen. Naja, werden die auf jeden Fall. Scheiße, ich muss meine Truppen mobilisieren. Halt deine Front, lass sie machen. Hannover wird da nichts machen. Hannover wird untergehen. Hannover kann nur 25 Bataillone ausheben. Es wird heute, glaube ich, um 18 Uhr released. Einfach, weil die Zeit gerade in meinem Kopf ist. Du kannst das Spiel komplett offline spielen. Erste Hilfe kann ich übrigens nicht anmachen, weil ich kein Opium habe. Bei mir wird noch einfach ein Stock in den Mund genommen und ein Bein abgesägt auf dem Schlachtfeld. Ach so. Komische Front. Die machen die Front hier mit der hier zusammen. Hier unten Württemberg-Rheinland. Die gefährlichste Front. Ich kann mir das schon mal direkt einsetzen. Und die Wehrpflichtigen. Wir schauen mal eben bei den Mobilisierungstruppen. Du hast 45. Kann sie mich manchmal ein bisschen ändern. Da sind alle gleich. 45, 55. Mal gucken, ob die jetzt gleich mit immer noch mit Linieninfanterie kämpfen oder mit Plänklerinfanterie, die Preußen. Was mich hierbei ärgert, ist übrigens, dass ich keine eigenen Kriegsziele hinzufügen kann. Obwohl ich in den Defensivbund reingezogen werde. Kriegen wir noch von irgendwo Unterstützung? So viele Leute sagen... Was? Anhalt ist auf deren Seite? Ah. Naja, okay, das ist eigentlich egal. Aber es... Ne? Wir tendieren dazu, Hannover zu helfen. Und am Ende des Tages sagen wir alle... Nö. Es ist ganz normal, es ist alles auf Standard eingestellt, es ist keine Vereinfachung drin. So, Bayern stellt auch die Viehzucht ein. Danke fürs Folgenbierchen. So, der Munitionshandel ist der Export. Können wir jetzt nicht machen. Wir brauchen leider die Waffen für uns. So, Motorenknappheit, die sollte gleich behoben sein. Motorenwerke werden wir Stahl für benötigen. Gucken wir mal eben in unsere Stahlproduktion.
Theoretisch holt ihr Leute dazu gerade. Ich brauche erstmal mehr Motoren. Gott sei Dank ist Braunschweig auf unserer Seite. Das ist so ein richtiger Gamechanger. Moment, was wollt ihr von mir? Ihr wollt gar nichts von mir. Ihr habt keinerlei Ansprüche. Ach doch, ihr wollt Baden erobern. Kann ich ja wieder nicht zulassen. God save Braunschweig. Moment, ich muss mal auf den Markt gucken. So, Kohle ganz teuer. Holen wir von Frankreich ein bisschen Kohle auf den Markt. Deutsch-französische Freundschaft viel zu früh. Lebensmittel, das lohnt sich keine der Importrouten. Kleidung hat sich ja ein bisschen stabilisiert. Ich weiß, dass wir übrigens im Bürokratiesektor gerade ein bisschen Minus machen, aber ist schon okay. Sollten sich die meisten Sachen stabilisieren. Wie sieht das beim Militär aus? Ein kleines Ungleichgewicht bei den Artilleries. Aber Hauptsache Waffen und Munition werden genug geliefert. Weil ansonsten kriege ich ein Mali. Moment. Ach, ich habe gerade gedacht. Das hat nur was mit dem Fenster zu tun. Ich dachte schon, die Preußen haben aufgegeben. Neutralität, Neutralität, Neutralität. Da wird nichts mehr passieren. Ich kann doch nicht noch mehr in den Tod schicken, ey. Das müssen wir machen. Das wird noch mehr Motoren kosten. Die habe ich gerade nicht. Da wären Eisenbahnverbindungen zu teuer, wenn ich alles setze. Das geht. Komischerweise geht das in Baden eigentlich auch. Wir sparen so Arbeitskräfte, wenn wir die über die Eisenbahn schicken. Willkommen im Krieg gegen Preußen. Das letzte Mal ist schon zu lange her. Hoffen wir darauf, dass sie immer noch veraltetes Militär haben. Das Wachstum von Zweiglinien entlang der Hauptstrecken war für das Wachstum unserer aufkeimenden Bahnindustrie ungeheuer wertvoll. Stahl-Eisenbahnwaggons. Ne, die Lokbauer sollen Motorenwerken-Durchsatz soll höher sein. Da haben wir ein Defizit.
Wir brauchen mehr Motoren. Ja, es pausiert gerade. So, die Sache hier unten ist ja schnell erledigt. Heißt immer noch Linieninfanterie. Unsere Produkte veredeln abgeschlossen. Ein Motorenwerk der Stufe 2 in unserem Start haben. Senken der Verbraucherpreise. Ja, ja. Oh, Braunschweig gewinnt in der Defensive. Keine Sorge, wir kommen. Aber die Offensive wird sich schwierig gestalten. Preußen kann sich einfach schon aufgeben. Ich sehe auch ganz genau, dass ihr gar kein Interesse habt, die Frontlinie zu bewegen. Marktausweichen erfolgreich. Ja, es geht jetzt alles durch und durch. Alles nur, weil ich die Stahlwerke nicht ausbauen wollte. Exporte der Ware Motoren auf den Markt bayerisch sind größer als 50. Also ihr wollt, dass ich Maschinen exportiere. Das ist aber sehr klischeehaft für Deutschland. Der Schlitzer ist immer noch auf freiem Fuß. Bayern hat Dynamit erforscht. Hat Befestigungsgräben erforscht. Turmschiffe, Panzerschiffe. Kraftwerke ausbauen. Der große Hunger. Im Krieg Verwundete. Also das mit den Senken der Verbraucherpreise gerade werde ich nicht hinkriegen im Krieg. Motoren exportieren, naja, die brauche ich gerade selbst. Und die Franken müssen noch mehr Motoren produzieren. Eventuell wird der Schlitzer in die Armee eingezogen und fällt nun im Krieg. Gucken wir mal. Ist eigentlich so, dass Tickets dann für meine gesamte Region gelten? Ich sehe gerade, wir haben großes Potenzial für Luxusmöbel. Der Preuße kommt mit Hilfe Dänemarks, um mich zu unterwerfen. Wo ist denn Dänemark?
Juhu, wir haben die Frontlinie bewegt. Frankfurt will sich mit mir konföderieren. Ein Schritt weiter. Da habe ich erstmal eure radikale Population und Produktion, die ich gar nicht brauche. Zum Beispiel eine Waffenfabrik. Okay, ihr liefert wenigstens direkt in meine Region rein. Geht mal auf normale Gewehre runter. Der Preis für Waffen ist eh schon zu billig. Und ihr habt natürlich keine Leute. So, Tuchfabriken einstampfen. Bleibt mal ruhig auf Spirituosen, Erntewerkzeug. Bisschen Schlachtwerkzeug. Und die eine Kaserne braucht ihr auch nicht, das Militär. Das kann auch weg. Wie viel Bevölkerung habt ihr denn hier? 110, nee, das ist 31.000. Ihr könnt gar nichts produzieren hier. Ah, ist das bitter. Ich nehme eure ganze Produktion weg. 10.000 Arbeitslose. Was wäre denn für die Leute in Frankfurt eine gute Arbeitsbeschäftigung? Wie der Krieg jetzt ausgeht, ist spannend. Ich werde einfach auf den Deckel kriegen. Bei mir fehlt es einfach in der Offensive. Können wir militärisch irgendwas verbessern? Hinterladeartillerie. 29 Monate. Ach, Schlacht um Trier. Oh, sie haben es wieder nach vorne geschoben, ey. Das ist einfach unglaublich. Warum haben die 170? Ich
Bayerisch Hessen ist im Aufruf. Warum kriegt ihr hier schon wieder Probleme? Ich hätte es eigentlich wie Tote War einfach spielen sollen. Keine Verteidigungsbündnisse. Verteidigungsbündnisse machen dich nur kaputt. Generell Bündnisse ziehen dich einfach nur ins Desaster rein. So, mehr Kohle. Preußen ist super aggressiv. So, da sparen wir auch 2.500 Arbeiter und die Kohle ist da. Tut nicht so, als wenn es keine Beschäftigten gäbe, beziehungsweise keine Leute, die hier arbeiten könnten. Ah, okay, vielleicht fehlen doch ein paar Leute zum Arbeiten. Erlasse, ich möchte gerne blub, grüneres Gras aus Baden aufheben. Das ist Bayerisch Hessen, ne? Ja, ach, wir haben nicht genug Autorität dafür, weil ich schon im Minus war. Stopp! Ah, Hilfe! Ja, die haben da oben verloren und jetzt stehe ich hier unten. Noch besser ist, obwohl sie sich aus dem Krieg zurückgezogen haben. Ich kann nicht mit denen verhandeln. Höhö. Ne, Braunschweig hat auch schon aufgegeben. Ihr habt 60 Offensive, 45 Offensive. Dann wirst du Front verteidigen machen. Es gibt immer ein paar Generäle, die sind ein bisschen besser für Angriff und Pfeil sind besser für Verteidigung. Und du machst die Offensive. Wenn du keine Nierenprobleme hättest, wirst du sogar noch besser sein in der Offensive. So, weißer Frieden. Alles klar. Dass hier Generäle und Herrscher immer wieder mal sterben und so weiter, ist eigentlich das hintergrundtechnischste, langweiligste vom ganzen Spiel in Victoria 3. Weil es einfach gefühlt irrelevant ist. Und es ist halt einfach so versteckt im Hintergrund, dass du das gar nicht so massiv mitnimmst.
klar, du kannst immer wieder mal gucken, okay, Ludwig der Erste lebt immer noch als Herrscher, ist aber gar nicht so relevant in der Monarchie. Und er wird auch noch einen Nachfolger haben irgendwo. Ach, ich kann ihn sogar als General noch reinziehen. Habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Aber hier bei den industriellen Interessengruppen und so weiter, die sterben immer wieder mal. Und die haben auch, ne, du kannst halt einen kriegen, der ist unbeliebt, dann hast du irgendwie die Arschkarte, weil du einen unbeliebten Typen da an der Front hast, wo du überhaupt keinen Einfluss drauf hast. Du kannst auch nicht mal sagen, okay, ich will den loswerden. Ach, die Interessengruppen, du unterdrückst sie oder du schiebst sie nach oben, das ist ab, das ist total Jacke wie Hose. Ich bin Grundbesitzer, Interessengruppe. Ich habe den politischen Druck von Grundbesitzern komplett getötet. Beziehungsweise platt gemacht, weil ich die nicht brauche. Die sind schlecht für gute Reformen. Und es ist meinem Herrscher absolut egal. Mein Thronfolger ist schon 49. Der wird aber diplomatische Stärke haben. So. Deshalb, entweder drückst du die runter oder du pushst die ein bisschen auf, aber ich finde, dass der Herrscher selbst da relativ wenig Einfluss drauf hat. Jedenfalls ist ja nicht gut. Klar, ne, wenn ich jetzt 20% mehr Diplomatie kriege mit dem Thronfolger, das ist natürlich was Positives. Auch die plus 20 Autorität. Kommandoschwelle, das betrifft ihn ja nur, wenn er General wäre. Politische Stärke der Aristokraten erhöht. Die Sache ist einfach, es gibt ja die Events, dass der sich einmischt in Entscheidungen, die ihn interessieren zum Beispiel. Das ist eine Sache, die ist mit der Interessengruppe vertreten. Ne, wenn du irgendwas machst, was die Grundbesitzer gerne haben wollen, dann wird der König sich da einmischen und sagen, das will ich jetzt aber haben, aber verärgert andere Interessengruppen damit. Das kannst du aber auch nicht steuern. Das passiert halt auch einfach als Ereignis. Also es fehlt da wirklich ein wenig an Steuerungsmöglichkeiten der Regierungschefs. Plus 5% Beschäftigungsrate. Katholiken wollen das nicht, weil dadurch die Geburtenrate runtergeht. Mit dem Schnitzer passiert gerade überhaupt nichts. Kleinbürger radikalisieren. ...58.000 Kleinbürger. Versuchen wir unser Glück. Die Grundbesitzer können mich eh mal. Man muss die IG des Schlitzers schwächen. Ich weiß ja gar nicht, wo der Schlitzer ist. Wird abgeschossen, wenn der Mörder gefasst ist. Es kommen ab und zu Events und solange kriege ich halt einen auf den Deckel mit dem Schlitzer. Mein Gott, ich klick's an und dann wird er gefasst oder was?
Der als der Schlitzer von München bekannte Mörder, der seit langem den Staat Bayern heimgesucht hat, konnte endlich festgenommen werden. Der Inspektor umklammert seinen Gehstock mit fester Hand, er lächelt kaum. Das Gesicht des Täters wird vom Licht in der Zelle nur schwach beleuchtet. Aus dieser Entfernung sieht er aus wie ein Kindheitsfreund des Inspektors, sein Cousin, jeder andere Polizist. Er hebt nicht einmal den Kopf, als man ihm etwas faden Brei vor die Füße schiebt. Jetzt ist es vorbei, sagt der Inspektor, der seinen Blick nicht von dem Mann abwenden kann. Das Licht flackert. Jemand hat bereits die Presse informiert. Das Büro ist voll von Stimmen. Der Mörder murmelt etwas, lächelt aber kaum. Plus 10% Autorität. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Anklicken oder das Reden darüber irgendwas gebracht hätte. Machen wir mal Notsozialhilfen, um vielleicht ein bisschen Radikale zu drücken. Wobei, wir haben die Radikalen schon gut gedrückt. Um 120.000. Na also, du musstest den nur auf dem Bild finden. Dadurch, dass ich das Event angeklickt habe, habe ich den Schlitzer. Der hat sich gerade hinter dem Infomenü versteckt. Da war er einfach von mir erwischt worden. Er hat sie hinter Puff versteckt. Immer sowas. Na, die Sozialhilfe kostet mir jetzt hier auch einiges. So, gucken wir mal. Motoren plus 8 insgesamt. Arbeiter 8000 weniger. Machen wir ja auch. Motorenpreis geht hoch auf 58,2. Das bleibt ja alles im Rahmen. ...61 bis 70 circa. Das mit dem Eisen... Ah, es wird ein bisschen teuer. Passt aber auch noch. Moin, Tobias. Ne, dafür habe ich zu wenig Motoren. Komm mal städtisch. Okay, ein bisschen viel Stahl. Damit wird der Sprengstoff zu viel. Machen wir unseren eigenen Preis kaputt. Papier ist eigentlich auch relativ ausgeglichen. Möbelfabriken, ja, ihr verdient auch alle gut, auch wenn Luxusmöbel recht teuer sind, aber ich kann daran gerade nichts ändern. Weil ich weiß nicht, wie das Ungleichgewicht hier verbessern sollte. Was ist schon die MIP? Also Präzisionswerkzeuge erhöhen schon die Produktion von Luxusmöbeln massiv. Also Luxusmöbelproduktion hier nur anzuklicken, das ist übrigens eine Verschlechterung für Luxusmöbel. Tja, sonst gibt's hier nichts. Kann ich nur Möbelfabrik erweitern, um mehr rauszuholen, aber dann kriege ich mehr Möbel. Und Möbel brauche ich nicht auf meinem Markt. Was wollte ich eigentlich nachgucken? Ich wollte eigentlich nachschauen wegen der Motorenfabrik. So, ihr kriegt auch Drehventilmotoren. Dann lassen wir die normale Produktion im Moment noch drin. Wir brauchen das Upgrade nicht, weil wir die Munition gerade nicht brauchen. Mein Militär verbraucht nicht so viel und ich Munition exportieren...
habe ich keinen Handelspartner für. Genauso wie bei den Waffen. Das ist alles gerade relativ gut in Balance. Wenn ich mal das Militär weiter ausbauen will, dann ist das okay. Bayern hat Monarchie nicht beschlossen. Da arbeiten wir uns ja gerade hin. Mehr als 50% der verfügbaren Gebäude. Gebäude sind Munitionsfabriken. Die Rücklagen sind größer oder gleich 25%. Eisenkohle, Blei hat Dynamit aktiviert. Ach, das ist ja schrecklich. Ammoniak-Soda-Verfahren, Vakuumdampfer. Schön, dass wenn hier Sachen abgeschlossen werden. Achso, das sind die Journaldinger gewesen von oben. Also wirtschaftliche Vorherrschaft. Was macht die Leiste wieder? Der Graph ist einfach broken. So, ihr stellt doch gerade ein. Im bayerischen Hessen. Ich kann mir nicht erzählen, dass es keine Arbeiter gibt. 8700 Bauern. Okay, Wachstum geht zurück hier. Ist vielleicht auch nicht so geil für die Region. Ich glaube, heute wird hier nichts mehr Großes passieren. November 27 hört der Waffenstillstand auf. Weißt du, was eigentlich richtig kacke ist? Dass die Preußen immer wieder reinknallen, obwohl ich die Verteidigungspakte habe mit den unterschiedlichen Nationen hier. Die sie auch einfach trauen und sagen, ach, das wird schon schief gehen, Bayern wird da schon nichts machen. Ja, wir können dieses Verhalten nicht dulden. Dann geht halt unsere Schlägerbande als Gesetzeshüter mal einen Schritt zurück. Wir haben eh keinen sinkenden Lebensstandard. Unser Lebensstandard steigt und steigt. Alles cool. Das Spiel ist natürlich noch nicht verfügbar. Das ist die Press-Preview-Version. Kann es sein, dass in Bayern einfach keiner mehr auf dem Feld arbeiten will?
es dafür keine Angestellten mehr gibt, dann ist das so. Import von Waffen brauchen wir nicht. So, exportieren wir Stahl rüber. Zu den Franzosen.